Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Vielen Dank. Wie fühlt er sich denn an? Schwerer, als er aussieht. Das wird schießert. Was ist denn für ein Gefühl, diesen Preis jetzt in den Händen? Boah, es ist total schön, weil es ist tatsächlich so, wie ich es gerade auf der Bühne gesagt habe, was ihr nicht gehört habt wahrscheinlich. Ich habe mir überlegt, ob ich Schriftsteller werde oder ob ich Textdichter werde. Und ich eigentlich wollte ich Bücher schreiben. Dann habe ich mir gedacht, es gibt immer weniger Leute, die lesen. Aber es gibt halt immer Leute, die Musik hören. Und Musik ist sowas, was man einfach vielleicht auch stärker mit sich verbindet in unserer Generation als ein Buch. Also in der Generation von meinen Eltern, die haben halt so Fänger im Roggen gelesen und das war dann halt so ihr Leben. Und heutzutage ist das halt eher irgendwie ein Song oder eine Platte oder ein Künstler oder so, den du total mit dir verbindest und wo du dann den Rest deines Lebens von zehrst, dass der irgendwann mal das auf den Punkt gebracht hat, was du gedacht hast, so in einem bestimmten Moment. Das versuche ich auch zu machen und das ist sehr schön, dass das gewürdigt wird. Vielen Dank. Haben Sie denn schon einen Ort, wo wird er hinkommen? Wahrscheinlich stelle ich ihn irgendwo hin, wo meine Kinder nicht rankommen, weil mein Sohn, der nimmt gerne alles in die Hand und schmeißt es irgendwie um oder prügelt damit irgendwo rum. Aber wahrscheinlich kommt er ins Regal zu den anderen Preisen. Dankeschön.